Heute in der Folge geht es um Kampfjets. Wir wollen in Minecraft unseren Luftraum besser überwachen und da ja, macht es sich nicht schlecht, wenn man sich so ein paar Jets auf seiner Welt platziert. Und wie du dir den jetzt ganz einfach bauen kannst, zeige ich dir. Von daher schnapp dir deine Brücke und dann geht's los. Für den Start holen wir uns erstmal ein bisschen grauen Beton einmal raus. Stein, Ziegel, Stufen, davon bitte auch nochmal die Treppe. Dann holen wir uns polierte tiefen Schiefertreppen einmal raus, davon dann auch wieder die Stufen. Dann glatte Quarztreppen, davon auch wieder die Stufen. Dann holen wir uns auch ein bisschen Schnee raus, ganz normale Schneeplatten und einen Endstab. Wir fangen mit unserem Jet einfach in der Luft an und ziehen uns erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Blöcke erstmal gerade lang. Auf der Vorderseite setzen wir noch eine zweite Reihe rauf auf eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke einmal rauf. Danach lasst ihr auf der Vorderseite 3 Blöcke Platz und setzt hier nochmal 6 weitere Blöcke einmal ran. So, dann haben wir hinten nochmal 2 übrig. So, auf der anderen Seite auch nochmal vorne 3 Platz lassen und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hinsetzen, sodass wir hier noch 2 haben. Dann füllen wir einmal nach hinten, lasst hinten einfach 2 Blöcke Platz, dann setzt ihr hier einfach ja, 2 einzelne Blöcke zur Seite weg. Davon geht ihr nochmal einmal zur Seite weg und setzt jetzt hier 3 Blöcke rauf. Darin nochmal drauf 3 Blöcke, sodass es hinten einmal übersteht. Und dann einfach nochmal so einen Winkel oben ran. So, auf der anderen Seite auch nochmal. So, einfach schräg davon setzen wir erstmal 3 Blöcke hin. Darauf dann wieder 3 Blöcke. Und dann einmal hier so eine Ecke. Kommen wir jetzt einmal ganz da vorne zur Spitze unseres Jets. Da nehmen wir jetzt unsere Quarzstufen. Wir machen jetzt einfach mal, würde ich sagen, auf den untersten Block einfach mal 2 normale Quarzblöcke hin. Da eine Treppe ran. Da eine Stufe vor, auf der Treppe nochmal eine Stufe. Jetzt sind eure Schneeplatten. Und jetzt formen wir uns, sag ich mal, hier so eine kleine Treppe nach oben. So, müsst ihr hier so gucken, Pi mal Daumen, wie ihr euch das hier machen wollt. Kann man ruhig nochmal neu ansetzen, so in etwa. Na, vielleicht nochmal in Höhe. Ein bisschen Spielerei, muss man einfach mal gucken, wie man sich das hier machen will. Einfach so eine leichte Schräge machen wir uns hier, genau, so in etwa. Und ganz vorne an der Spitze setzen wir nochmal einen Endstab ran. Wir wollen unseren Jet jetzt ein bisschen verfeinern mit unseren Stufen. Und zwar geht es jetzt erstmal los, würde ich mal sagen, ganz einfach am Heck. Ich setze jetzt hier, bevor es dann hier so runter geht, einfach eine Treppe hin. Denn mit Stufen gehe ich hier einfach mal nach hinten einmal so lang. So, schön nach hinten weg. Und hier, bevor wir beim letzten sind, da könnt ihr nochmal hier an der Seite nochmal 2 weitere Stufen hier so zur Seite gehen. So, zack, wunderbar. Dann gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, gehen wir hier komplett ans Heck ran. Ja, würde ich mal machen. So, ich setze mir hier oben einfach mal 2 Treppen hier einfach mal so hin, die dann, sage ich mal, hier so eine Lücke füllen. Hier unten an der Ecke setze ich mir auch nochmal eine Treppe ran. Ganz unten könnt ihr einfach ein paar Stufen euch hinsetzen. Und hier oben drauf machen wir erstmal eine Treppe hin, Stufe, Treppe. So, andere Seite auch. Treppe, Stufe, Treppe hier einmal rauf. Ganz hier unten dann einfach 3 Stufen hin. Dann setzen wir hier einmal davor eine polierte Tiefer-Schiefer-Treppe. Dann nehmt ihr wieder die Steinziegelstufen und könnt die jetzt hier einmal nach vorne ziehen. Und zwar nicht komplett nach vorne, sondern einfach so weit, wie wir das hier überstehen gelassen haben. Ne? So, auf der anderen Seite zieht das hier auch wieder einmal zurück, zur Rückseite. Und hier einmal davor setzen wir einmal so eine dunkle Treppe hin. Okay, jetzt können wir nochmal unsere Steinziegelstufen nehmen. Und zwar setze ich jetzt, sage ich mal, hier nochmal so eine kleine Dreierplattform davor. Lass mir vorne einfach mal 2 Blöcke Platz. Auf der anderen Seite auch nochmal. Einfach 2 Blöcke Platz. Dreier Plattform hin. Dann würde ich mal sagen, setze ich hier noch so schräg so oben nochmal eine Stufe hin. Mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. Dann setze ich jetzt hier auf die Plattform, wo wir das haben, einfach 3 Treppen hin, die in der Mitte ganz normal und an den Seiten einfach so anecken lassen, ne, dass sich das so ein bisschen anschmiegt. So, dann würde ich jetzt hier hinten einfach mir die dunklen Stufen nehmen und die hier einmal, sag ich mal, so lang ziehen. Einfach gerade weg hier, dass das alles so auf eine Ebene ist. Wunderbar. Dann geht es weiter, dass wir jetzt schon langsam so die, das einmal vorziehen fürs Cockpit. Und zwar hier vorne lasse ich erstmal einen Block frei, Stufe hin. Dann lasse ich 3 Blöcke Platz. Dann setze ich hier eine Treppe, ups, eine Steinziegeltreppe hin. Dann eine dunkle Stufe und wieder einmal eine Steinziegelstufe. Ihr könnt hier gerne für den Piloten schon mal so 2 Blöcke weghauen, dass der sich dann hier später reinsetzen kann. Wir setzen noch mal ein paar Stufen unter unserem Flugzeug und zwar hier, wo das so ein bisschen übersteht, würde ich mal sagen, ab den Treppen hier unter. Setzen wir 2-mal Steinziegelstufen, dann wieder 2-mal polierte, also die dunklen Stufen, dann wieder die Steinziegelstufen, einmal die dunkle Stufe und wieder hier die Steinziegelstufe hin. Wir kommen jetzt bei unserem Jet langsam zu den Tragflächen, fliegt jetzt hinten einmal die Seite hin. Wir lassen einfach eine Stufe Reihe hier Platz,
Dann setzen wir 1, 2, 3, 4, 5 Stufen jetzt einmal hier hin. Dann setzt ihr davor einfach eine Stufe hin. Dann Treppe, Stufe, Treppe. Und dann haben wir hier natürlich jetzt so 4 Stufen vorne. Da könnt ihr dann einfach mal 2 in der Mitte hinsetzen. Dann wollen wir auch nochmal eine weitere Stufe hier hinten so schräg einmal hinsetzen. Und das ist dann, sage ich mal, schon die Grundform für unsere Tragfläche. Das machen wir nochmal auf der anderen Seite. Also eine Stufe hinten Platz lassen. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Stufen hin. Dann vorne eine Stufe hin. Treppe, Stufe, Treppe. Und ganz vorne in der Mitte haben wir 4. Da nochmal in der Mitte hier einfach die 2 Stufen hin. Und hier hinten einmal gehen wir noch nach hinten weg. So schräg einfach eine Tragfläche. Um unseren Kampfstädte jetzt abzuschließen, brauchen wir nicht mehr viele Sachen. Wir holen uns einfach noch ein bisschen Glas raus. Ich empfehle jetzt einfach mal schwarzes Glas. Eisenfalltüren. Ein bisschen Teppich. Die Farbe ist eigentlich relativ egal. Passt es euch einfach zu eurem Jet an. Dann einfach noch ein Wilber-Skelettschädel. Birken-Zauntor und ein Skelettschädel. Verbauen wir erstmal das Einfachste und zwar einfach unser Glas. Das nehmen wir hier einfach vorne für unseren Piloten. Das ist einfach unser Cockpit. Dann können wir ein paar Eisenfalltüren nehmen, gleich oben drauf einfach mal welche hinsetzen. Hier vorne an der Spitze können wir nochmal den Viva-Skelett-Sheeter uns einmal raufsetzen. Und dann geht es jetzt erstmal ran, dass wir mit den Eisenfalltüren uns alles erstmal hier ein bisschen zurechtzeichnen. Ich würde mal sagen, gleich hier oben setze ich mir noch ein paar rauf. Ganz hinten setze ich mir auch noch einer hin, so ein bisschen so das Ganze sich verteile. Wir können auch, sage ich mal, hier unten das hier vorne noch mit der Schnauze ein bisschen besser verbinden. Einfach hier nochmal 2 hinsetzen. Dann würde ich auch nochmal hier unter der Front eine hinsetzen, dass es hier so ein bisschen Form gibt. Hier hinten setze ich mir auch nochmal eine unter. Wo ich gerade hier unter war, ist mir aufgefallen, es fehlt natürlich noch hinten der Auspuff von unserem Jet. Und zwar nehme ich dafür einfach mal ein paar Schmelzöfen. Einfach so 3 Stück hier hinten einmal ransetzen. Das ist so schön unser Triebwerk. So. Okay, dann geht es weiter jetzt mit den Tragflächen, dafür erstmal die Eisenfalltür nehmen. Ihr könnt hier hinten jetzt erstmal dran, würde ich sagen, hinter unserer Tragflächen einfach eine Eisenfalltürreihe euch hier lang ziehen. Ich setze mir jetzt hier einfach ringsrum so ein bisschen weitere Eisenfalltüren, sodass sich, sage ich mal, hier so langsam unsere Tragfläche daraus bildet. So, hier runter setze ich mir auch nochmal welche hin, ganz vorne auch nochmal 3 ran. Ich stelle mich gleich nochmal drüber, dass ihr euch das angucken könnt, dass wir so ein bisschen hier die Form kriegen von der Tragfläche. Okay, das wäre, sage ich mal, jetzt hier meine Tragfläche, die man sich so ein bisschen damit vorzeichnet. Ist nicht verkehrt, wenn ich jetzt eine schon so habe, dann kann man ein bisschen so gucken und sich das einfach übernehmen auf die andere Seite. Ich stelle mich einfach sonst hier einmal kurz drüber, könnt ihr das so einfach auf die andere Seite übernehmen. So, ansonsten probiere ich es nochmal ein bisschen besser zu erklären. Einfach jetzt erstmal hier hinten bei der Tragfläche eine Reihe lang. So, hier hinten an der einzelnen Stufe, da gehen wir einmal hier komplett um die Ecke rum. So. Dann setzen wir hier eine Zweierreihe hin. Zack, gleich dann nochmal eine Zweierreihe. Dann kommt einer. Wieder einer. So, hier vorne machen wir jetzt insgesamt 3 Stufen hin. So. Und dann nochmal hier unterm Flugzeug, zack, da eine hin und nochmal 2 dahin. Und dann ist das Triebwerk hier, oder Triebwerk, ich meine der Tragflügel bei mir auch fertig. So, ja, das müsst ihr einfach so ein bisschen übernehmen. Dann könnt ihr anfangen, jetzt die Tragfläche auch zu bemalen. Ihr könnt hier gerne Tarnmuster drauf machen, eure Map-Flagge, wenn ihr wollt. Oder ihr nehmt einfach eine einheitliche Farbe, zum Beispiel irgendwelchen Teppich und setzt den hier einfach mal oben drauf. So, bei mir ist meine Tragfläche soweit fertig. Wie gesagt, macht euch sonst einfach so ein Tarnmuster drauf. Ihr könnt ja euch da das so basteln, konstruieren, wie ihr möchtet. Ansonsten lasst es einfach einheitlich, wenn ihr das auch schön findet. Okay, dann wollen wir natürlich unseren Jet noch bewaffnen. Das heißt, ich nehme jetzt meinen Zauntor, platziere das jetzt hier einfach mal unter meinen Treppen, die ich hier habe. So, mache ich mir einfach 3 Stück hin. Und ganz vorne mache ich nochmal, ups, da muss man so ein bisschen, sag ich mal, hier so, zack, das zum Fliegen hinkriegen. Noch ein paar Skelettschädel hin, das sind so meine Raketen beim Jet, die ich mir hier platziere. Auf der anderen Seite mache ich mir auch nochmal ein paar Raketen hin. So, erstmal das Zauntor. Und vorne ran dann einfach noch den Kopf. Na, treffen muss gelernt sein. Und wenn ihr das denn soweit habt, ist euer Jet fertig. Dann könnt ihr euch natürlich jetzt so viele hinbauen, wie ihr wollt, um euer Geschwader zu machen. Und dann habt ihr euren Luftraum auch gesichert. Wir sind wie immer am Ende der Folge jetzt angelangt. Ich hoffe, du bist zufrieden damit, kannst jetzt deinen Jet platzieren, wo du möchtest auf deiner Welt. Sonst findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos oder abonniere einfach den Kanal, dann bleibst du mal auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar kein Video mehr. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.